Get ready. Action. Liebe Fans, der Team Deutschland Fanreporter ist jetzt nicht mehr auf der Rodelbahn, sondern auf dem Flugplatz. Und zwar wieder mit Toni Eggert. Der Mann ist ein echter Tausendsasser. Der ist nicht nur Rennrodler, sondern auch Pilot. Das ist deine Maschine hier. Du fliegst auch privat weite Strecken für Termine. Wie kam es dazu zum Fliegen und was ist schön daran? Naja, also schön ist am Fliegen eigentlich alles. Ne? Ob das die Vorbereitung, das Starten, das Landen oder auch diese Vogelperspektive, jetzt natürlich mit dem Kunstflug. Das ist ein Erlebnis, man kann versuchen, was zu beschreiben, aber wenn man diesen Druck dabei nicht spürt, kann man das wahrscheinlich nicht wirklich nachempfinden. Ich bin gespannt, was du nach dem Fliegen sagst. Dazu gekommen ist es, dass ich vor 6 Jahren in etwa war das, mir überlegt habe, okay, ich brauche irgendwie einen Ausgleich und was könnte ich machen? Und fliegen wollte ich schon immer, seitdem ich 3 Jahre alt war, keine Ahnung. Dann habe ich mich schlau gemacht, wo der nächste Flugplatz in Oberhof in der Nähe ist. Und dann habe ich eben rausgekriegt, dass hier in Krawinkel eine kleine Ultraleichtflugzeugpiste ist und dann da auch ein Fluglehrer war. Und naja, hat nicht lange gedauert. 3 Monate später hatte ich den ersten Schein. Naja, und dann bin ich da so reingewachsen. Ne? Dann eine größere Lizenz für Motorflugzeuge und Nachtflug und alles solche Sachen eben bis jetzt hin zum Kunstflug. Ja. Wahnsinn. Und er hat gesagt, er nimmt mich mit. Mir geht ein bisschen die Düse, muss ich offen gestehen, aber ich bin ziemlich gespannt. Der Mann hat es auf jeden Fall drauf. Hat schon einige Leute mit dabei gehabt und es ist immer gut gegangen. Ich ziehe meinen Hut, ich habe ihn schon gezogen. Große Verehrung vor deinem Sport und besonders nochmal vor dieser Kunstfliegerei. Ey. Respekt, weiter so. Danke dir. Gerne.